Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zurück in Dubai. Eine Stadt, die, ich würde sagen, lebt von Migration. So Menschen aus der gesamten Welt und speziell aus dem arabischen Raum ziehen nach Dubai, um hier Fuß zu fassen und mit ihnen ihre kulinarischen Schätze. So Falafeln aus Syrien, Hummus aus dem Libanon, Curries aus Pakistan oder Kebabs aus dem Iran. Und ein paar von diesen Köstlichkeiten werden wir heute auf jeden Fall zusammen probieren auf einer Foodtour durch Dubai. Viel Spaß dabei! Morgen. Guten Morgen. Kurze Frage, weißt du, wo wir jetzt hingehen werden zu essen? Was es jetzt geben wird? Nein. Überrasch Rate mich. Mal. Weiß nicht. Zweiter Versuch. Indisch. Dritter Versuch. Falafel. Morning. We need to go to Sharjah. Also Leute, es geht nach Sharjah, eine Stadt direkt nördlich von Dubai, die man sagt als Kulturzentrum des Staates Dubai gilt und demnach natürlich auch sehr traditionelles Essen für uns bereithält. Bye bye Dubai. Bis später. Thank you, sir. Have a good day, yeah? Was sagt ihr Leute? Guten Morgen Sharjah. Wie geht's euch? Und da sind wir. Falafel al Komodor. Falafel. Hat er gerade gewunken? Ja, ich habe ihn auch gewunken. Das ist einer der ältesten Falafel-Läden, Falafel- und Hummus-Läden hier in der Gegend Sharjah und auch Dubai. Mit auch einer der besten Falafel, die es hier geben soll. Das Restaurant ist libanesisch und mehr weiß ich noch nicht drüber, aber wir werden gleich rausfinden, was dort so abgehen wird. Hi. We're here for the falafel. Hello. Hi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. We're here for the best falafel. Welcome in the time, brother. Thank you. Yes, sir. We just we have a look at the menu and then. Schauen wir einfach mal in die Karte. Da sieht man schon wunderschöne Falafel mit Minze hier, Tomaten in der Mitte, Hummus, alles da. Wunderschön. We take one shakshuka. Werfen wir mal einen Blick in die Küche. Aus Hummus, ne? Frischer Hummus einfach in diesem riesigen Topf, wird frisch zubereitet, frisch gemixt. Es riecht auch schon so nach Tahina und Hummus hier. Wow, dort werden die Sandwiches zubereitet, schaut mal. Es gibt frisches arabisches Brot, es gibt diese köstlich, knusprig gebackenen Falafel, diese saftigen Melanzani, Schrägstrich Aubergine, diese Kräuter, die Petersilie, die Minze, diese Farben sehen einfach wunderschön aus. Bevor es weitergeht, eine kurze Werbeunterbrechung für den Sponsor des heutigen Videos, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN wird von über 38 Millionen Menschen weltweit genutzt und ist der am besten bewertete VPN-Anbieter bei Trustpilot. Egal, ob du dich mit deinem Smartphone im fremden Flughafennetzwerk befindest oder du dich um dein Online-Banking im ausländischen Café-WLAN kümmerst, CyberGhost VPN verbirgt deine gesamte Internetaktivität, indem es deine Daten durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel leitet, wodurch du geschützt bist vor Cyberkriminalität und absolute Anonymität genießt. Nicht einmal CyberGhost VPN selbst weiß, was du im Internet machst. Es gibt über 7500 VPN-Server in über 90 Ländern, wodurch du von egal wo immer Zugang zu allen Social Medias, Apps und Streaming-Plattformen hast. Dadurch kannst du auch neuen Content auf Netflix und über 30 weiteren Streaming-Plattformen weltweit finden. Mit dem Link in der Videobeschreibung erhaltet ihr 85% auf die reguläre Mitgliedschaft. Das heißt, ihr bezahlt noch 1,84 Euro pro Monat, plus ihr bekommt die ersten 4 Monate komplett kostenlos. Und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, ihr habt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie, mit der ihr CyberGhost VPN erstmal komplett entspannt und risikofrei nutzen könnt. Und der deutsche Kundensupport ist 24/7 erreichbar. Checkt es gerne mal ab. Oh, schön. Wunderschön, ja. Farben, gell? Syrer, Schrägstrich, Libanesen, vor allem mit diesem eingelegten Gemüse, so rot, grün, orange, die Farben, die wissen einfach, wie man so ein Tisch wunderschön anrichtet. Diese Farben machen einfach glücklich. Der Salat, den du ungefragt dazu bekommst, so, das wirkt alles viel voller, noch so gastfreundlicher, noch so
liebevoller Tahina-Soße ist dabei, alles einfach da und die Falafel sehen so schön aus. Seid mal ehrlich bitte. Die sind wirklich, die sehen optisch aus wie perfekte Falafel. Und ich dachte, ich werde das nächste Mal, wenn ich Musabaha essen werde, wird wieder in Berlin sein, aber überraschenderweise, man wirft einen Blick in die Karte und das erste, was mir ins Auge gefallen ist, ist Musabaha. Einfach Kichererbsen mit Tahina frisch zubereitet, aber nicht komplett verstampft oder püriert wie bei Hummus, sondern einfach so die Kichererbsen noch ganz gelassen, halb zerstampft, vermischt mit dem Tahina, übergossen von Olivenöl und verfeinert mit Koriander und ich glaube Paprika-Gewürz. Einfach phänomenal, dieser Anblick. Knusprig gebacken. Grün in der Mitte, fettig und saftig. Und dann direkt hier rein. Durch das Olivenöl. Wow, wow, wow. Wir sind zurück. Wow, dieses Musabaha hat so eine Kraft. Schmeckt so schön kräftig nach Tahina und die Falafel hat so eine knusprige Schale einfach, die sich so schön zerbricht, wenn du drauf beißt, aber trotzdem diesen matschig schweren Kern. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen, Bro, sieht aus wie ein Löwenzahn einfach. Kann mir einer sagen, was das ist? Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Einfach rein vielleicht. Dann Tomaten. Und natürlich auch Brot einfach. Arabisches Brot, schön dünn, zweilagig, gemacht, um dir kleine Taschen zu bauen. Musabaha. Einfach drauf, ohne Angst. Dann hier noch diese halbe Falafel. Noch eine ganze Falafel. Und dann hier dieses schön frisch eingelegte Gemüse. Schön dünn geschnitten, für ein bisschen Säure. Petersilie zwischen den Falafel. Das Tahina steht natürlich auch nicht umsonst rum. Und noch ein Klecks. Wirklich nur ein Klecks. Von dieser scharfen Soße. Nein, mach du den ersten. Hau rein. Freust dich doch schon so. Sicher, nimm. Okay. Na, dann gib mir mal dein selbstgebautes Schiffchen. Du könntest hier direkt anfangen zu arbeiten. Boah, eigentlich hast du schon wieder so ein Taco gemacht. Die Falafel ist so crunchy. Es treffen einfach wieder alle Geschmäcker zusammen. Diese knusprige Falafel. Auch fettig, ja. Und dann dieser cremige Hummus und auch diese verschiedenen Geschmäcker und auch verschiedenen Konsistenzen. Knusprig, weich, cremig. Das Brot, das alles schön zusammenhält. Die verschiedenen Soßen, die eine mehr cremig, die andere mehr sauer, die andere mehr süß. Es gibt trotzdem noch zusätzlich diesen Säurekick von dem eingelegten Gemüse. So, du weißt gar nicht, wo du hinschmecken sollst. In deinem Mund, es geht in alle Richtungen einfach. Und genau dann hast du so dieses Geschmackserlebnis, wo du grinsen musst, wo du denkst, bam. So einfach eine runde Geschmackszusammensetzung von allem, aber trotzdem eine Harmonie. Ich finde nur, das Brot könnte ein bisschen frischer sein. Man muss ein bisschen reißen. Ich habe mir Shakshuka bestellt. Spezielle Shakshuka. Also ich habe Shakshuka noch nie so gesehen. Ich kenne mehr die in so einer Pfanne oder Topf kommt mit mehr Tomatensauce. Die ist mehr so das, ich würde sagen, Menemen-Modell so. Normalerweise hast du die Eier, die schwimmen dann in der Tomatensauce und das sieht jetzt eher für mich aus wie so eine normale Eierspeis, einfach mit Tomaten und Gemüse drinnen. Aber Shakshuka ist ja normalerweise so in der Pfanne und dann hast du das ganze Ei drinnen und dann stichst du das rein und dann platzt das Ei auf. Das ist eigentlich eine ganz normale Eierspeise mit Tomaten. Das ist sehr lecker. Guck mal.
muss, ich kann nicht anders, ja. Wir laden uns jetzt hier noch schön Ei auf. Die Kombination einfach. Und als ob es nicht genug wäre für den Kick. Ich liebe einfach diese, weißt du, wo du einfach so deinen Baukasten essen. So. Du sitzt am Tisch, es gibt Brot, du kannst dir alles selber zusammenbasteln. Gesellschaftlich, jeder greift überall rein, man teilt, man erfindet neue Kreationen, so wie das hier. Oder vielleicht gibt es das schon, wer weiß, auf jeden Fall sieht es Bombe aus. Und ja, Mahlzeit. Dieses Tahina macht einfach alles schöner. Sorgt so für die Einheit, klebt alles zusammen, bringt nochmal Fett mit rein, Cremigkeit. Immer wenn du nicht weißt, was du essen sollst, einfach einen Löffel Musabba. Thank you. Okay. Yes. Yes. Hello. Very nice. Okay, brother. All right, my friend. Habibi. It was nice meeting you. And God bless you. Yeah. Next time you will take free food. Thank you, man. Okay, brother. Shukran, Habibi. Bye, bye. 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 Du hast Freunde gemacht? Ja. Sie sagt, sie hat Hunger. Garfield. In Dubai? Ah, er kommt mit. Ja, normal. Aber ich habe leider keine Lasagne für ihn. Auf jeden Fall, Freunde. Wir treffen dann später auch den Kollegen Youssef. Youssef, Habibi, ich freue mich auf jeden Fall wieder, dich zu sehen. Ich habe das immer gesagt, gell? Aber jetzt erstmal nicht weit direkt die Straße runter, einfach nur geradeaus. Man kann das auf jeden Fall zu Fuß gehen. Gibt es noch ein weiteres Restaurant, das ich unbedingt abchecken möchte? Einen syrischen Grill. So, das hatten wir schon mal in Dubai und ja, wir wissen alle, was in diesen syrischen Grills so abgeht und dass die Kollegen auf jeden Fall auch gut kochen können. Deswegen, ja, auf ein Frühstück nach dem Frühstück. Ich würde auch sagen, wir werden noch ein kleines persönliches Ranking wieder am Ende des Videos geben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was unsere Nummer 1 ist, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und da sind wir, liebe Freunde. Al-Mashawi Al-Halab. Bia, genau, so sieht's aus. Auf jeden Fall ein mächtiger Laden von außen zumindest. Und man sieht auch schon auf den Bildern, das könnte gut werden auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Karte ist gigantisch. Junge, Junge, die hat so viel Auswahl. Fleisch oder die Backabteilung mit Pide und Mini-Pizzen und oder vielleicht beides. I take one of the Sata Pizza. Sata Pizza. Leute, wir haben bestellt. Essen kommt. Ihr könnt euch freuen. Und ich würde sagen, der Laden ist auf jeden Fall von innen genauso groß wie von außen. Macht alles einen sehr sauberen, ruhigen und geordneten Eindruck. Das Personal ist sehr zuvorkommend, sehr, sehr freundlich. Macht auf jeden Fall Spaß, hier zu bestellen und zu sitzen. Und ja, es gibt auch noch eine Treppe nach oben, also ich nehme an, es gibt auch noch einen zweiten Stock. Man spürt auf jeden Fall auch die, auch hier die angenehme Morgenenergie, alles wird vorbereitet. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Ich freue mich jetzt auf Essen. Food is coming. Meine Damen und Herren, das zweite Frühstück ist auf jeden Fall serviert. Und als kleine Vorspeise hier diese Sata und Fresh Bread. Wow. Thanks, looks like little pillows. You can sleep on this. It's so soft. Auf jeden Fall diese frisch zubereitete, auf meinen Wunsch so konfigurierte Käse und Sata. Ich habe den arabischen Namen dafür vergessen, aber nennen wir es einfach mal Pide. Und dieses Satar-Gewürz steigt einem einfach auch direkt in die Nase, so man riecht schon so lecker. Und auch einfach so eine krasse Kombination einfach mit Käse.
Das ist wirklich weich, wie ihr sehen könnt. Ich liebe den Geruch. Oregano, Thymian, Sesam, sesamig. More coming. Baba Ganoush. Motabal. Ah, I thought oh, Baba okay. Ganoush. No. What is this? This one is Muhammara. Ah. And this one is our Arabic salad. Thank you. Diese Farben, ja. Sieht so schön aus, auch auf diesem grünen Teller, diese rote, ich weiß noch immer nicht, was es ist, aber sieht aus wie eine Paprikapaste. Oha. You can put it here, maybe. Maybe this, oh, kebab. Wow. Shawarma. It's meat shawarma. Uff. Meat shawarma? Meat shawarma, yes. Mm-hmm. This one, we call it the alanja. Mm-hmm. Thank you very much. Amazing, thank you. Alles für dich. Mahlzeit dann, ja? Danke, Mahlzeit. Lass dir schmecken an der Stelle. Die Speisen haben sich auf jeden Fall vermehrt. Zahlreich. Nicht nur Brote sind dazu gekommen, auch frisch geschnittener Kebab, beziehungsweise Shawarma. Ich glaube, wir sollten das schnell essen, weil das ist hauchdünn geschnitten. Und ja, wenn das kalt wird, schmeckt es auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen decken wir das mal auf. Guck mal, dieses schön dünne, fettige Brot. Baby. Gemüse und Kräuter, Zwiebeln, Petersilie. Hier sind auch noch zwei Tomaten. Schön drauf. Es gibt wieder eingelegtes Gemüse. Gürkchen, auch schön drauf. Und natürlich nicht zu vergessen, das flüssige Gold. Tahina. Und wir rollen. Schön. Das nenne ich mal Shawarma. Stark. Dich trifft immer so eine Frische einfach. Da kommt so ein. Alleine auch schon von den Gurken, wieder vom eingelegten Gemüse, aber diesmal diese Frische kombiniert nicht mit Falafel, sondern mit diesem Fleischkick, mit diesem salzig, gut abgeschmeckten, saftig, fettigen Fleisch einfach. Und es vermischt sich, dieses Fleischfett vermischt sich mit dem Tahina und das Brot wiederum saugt sich voll mit dem Tahina und Fleischsaft und alles zusammen. Geht doch nichts über frisch gegrilltes Lammfleisch. Serviert als Shawarma-Rolle. Kommen wir mal zum Stargast. Oder vielleicht zum zweiten Stargast neben dem Shawarma. Das Chicken. Einfach unter einem Berg Pommes. Boah, und guck mal. Da sind noch so Tahina-Tropfen von dem Shawarma, das wir vorhin hatten. Wo ist die Keule, ja? Das ist so platt gedrückt, dieses Chicken. Guck mal, ich glaube, die haben das in so einen Grill eingespannt. In so einem Gitter, das man so auf dem Grill wenden kann. Deswegen ist es auf jeden Fall so geplättet. Aerodynamisch. Ich nehme auf jeden Fall mal hier den Schenkel, der bekanntlich das auf jeden Fall zarteste Fleisch beherbergt. Boah. Und dann ziehen wir den schön einmal durch diese Soße hier, ja. Thumi-Knoblauchsoße. Und gegrilltes Hähnchen. Die zwei Sachen wurden einfach gemeinsam erfunden. Okay. Kennt ihr das, wenn dein eigenes Bart hatte ich in der Nase kitzelt. Ich dachte kurz, das ist scharf oder so. Das Chicken ist so schön zart. Das ist so schön angegrillt. Die Haut ist so. Ich glaube, das kann nur auf eins hinauslaufen. Wir müssen wieder ein Sandwich bauen. Und diese Kissen
diese Brotkissen sind auf jeden Fall wie gemacht dafür, sich daraus eine Tasche zu bauen. Da ist auf jeden Fall viel Füllvolumen. Oder nehmen wir doch diese rote Creme oder Paste. Ich habe den Namen leider vergessen. Und rein. Schaut wie ein Berliner Döner. Und wir geben den Hummus auf die andere Seite. Kommt das Fleisch hinein. Dann für den Crunch noch ein paar Pommes. Es kann nie zu viel Tahina geben. Petersilie. Geil. Was kriegt man dieser roten Soße? Das ist Paprikasoße, nicht recht gehabt. Das schmeckt so wie Paprika, so öliges Paprikamark. Ja. Ich glaube, dass die Paprika angeröstet ist und dann zermixt mit Öl und Gewürzen. Auf jeden Fall sehr intensiv, sehr dominant auch. Und unten kommt diese säuerliche Tahina-Schicht. Und zwischendrin Fleisch und Saft, ummantelt von Brot. Danke, sir. YouTuber, sir. Thank you, bye-bye. Shukran for inviting us. Shukran. Bye. Okay, Leute. Weiter geht's zu Yusuf. Yusuf, wenn du das siehst, tut mir leid, wir werden wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen, aber ich gebe mein Bestes. Stark, ne? Sehr stark. Hello, sir. Back to Dubai, please. Ihr habt in Dubai grob zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch ein Auto oder ihr fahrt Taxi. So. Weil Dubai und Umgebung ist so ziemlich die fußgängerunfreundlichste Gegend, die es überhaupt gibt. So. Es gibt keine Fußwege, die Straßen sind riesig, 8 bis 10 bis 20 spurig gefühlt. So. Überall sind riesige Fahrbahnen und du hast einfach nicht die Möglichkeit von zu Fuß, schon allein nicht wegen den Strecken und Weiten, von A nach B zu kommen. Für mich macht speziell in Dubai auf jeden Fall das Taxifahren mehr Sinn und es ist auch sehr leistbar. So, ihr müsst nur schauen, dass ihr die offiziellen Taxis nehmt und nicht die schwarzen Lexus oder irgendwelche anderen privaten Taxiunternehmen, sondern wirklich die offiziellen beigen mit meistens grün oder blau oben auf dem Dach Taxis. Dort habt ihr einheitliche Preise, ein Taxometer, alles ist geregelt und ihr kommt auf jeden Fall verlässlich und auf dem richtigen Weg an euer Ziel. Hi. Hi. So, Yusuf G, wo bist du? Wo bist du? Yusuf? Yusuf? Yusuf! Was machst du? Was geht? Guck mal, wie süß ich aussehe mit den Schulranzen. Sag mal bitte, oder? Grüße, ja. Alles gut. Hey, hast du die an, gell? Ja, natürlich. Was geht, Leute? Wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Lukas und meiner Wenigkeit und natürlich den anderen hier auch. Ja, wie geht's euch? Tarek, gut geschlafen? Oh ja. Alles sehr gut, das ist ja bei dir. Auch gut. Ja, auf der rechten Seite habt ihr den Burj Khalifa, verehrte Zuschauer. Das Ganze ist, das habe ich ja bei meiner Community gesagt, ist ein KN. Ist aber ein Kia, wurde ich halt zu einem besseren belehrt. Hast du das gewusst, Lukas? Nee, Bruder. Also, bin ich ja nicht der Einzige, der das nicht weiß. Aber das sieht doch wie ein KN aus irgendwie. Nee, ein N sieht, glaube ich, naja, auch kann doch, ja, ja. Ja, keine Ahnung, ich finde das Symbol komisch. Ja, herzlich willkommen zurück in Dubai, Leute. Ja, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt zu unserem letzten Restaurant mit dem Namen Shabestan. Das ist ein iranisches, persisches Restaurant, Grill. Und wir sind da für Kubide, für Spieße und für persischen Reis. Hi, sir. Hi, sir. We're looking for a restaurant, Shabestan. Shabestan is the second floor, sir. Ich hab das immer gesagt, gell? Kannst du nicht erinnern. Damit du... Bei den Türen, in Dubai müsst ihr aufpassen mit den Türen. Ihr denkt, ihr könnt eure Hand reinhalten, aber die Türen, die ziehen eiskalt durch. Da zieht ihr manchmal den kürzeren. Also, wie ihr sehen könnt, wir befinden uns im zweiten Stock eines, ich würde sagen, Mini-Einkaufszentrums-Plazas. Und hier scheinen so die Food Corner zu sein, wo man einfach 4 bis 5 verschiedene Restaurants hat, in jeder Ecke eins.
und eben unter anderem auch Shabestan. Das, was wir suchen. Ja, macht schon was her hier, der Eingang auf jeden Fall. Hallo. Hi. Mit Live-Musik. Perfekt. Hallo, Sir. Yes. Okay, willkommen bei Shabestan. Auf jeden Fall sehr edle Karte hier schon mal. Und wir sind hier für Kubide. Wie Adana-Spieß, oder? Ja. Aha. Also Adana-Spieß von den Iranern. Also ich glaube, jeder Iraner wird wahrscheinlich sagen, vergleich unseren Spieß nicht mit einem Adana-Kebab. Aber was ist da? Aber das Fleisch ist es auch so? Das Fleisch ist Lammfleisch. Ja, also wie Adana. Aber es ist ein bisschen anders zubereitet. Es hat auch so eine gelbe Würzung, sieht so ein bisschen matschiger aus. Also so ein bisschen. Ach so, okay. Und der Reis von denen ist anders. Der ist so ein bisschen gelber. Dieser und der Reis von denen ist. Ja, der ist Baba. Der Reis, also wenn es um Reis geht, da macht sich doch. Die Perser sind da auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und bei den Afghanen auch. Die haben auch schönen Reis. Die Afghanen haben auch schönen Reis. Das, was bei euch Couscous ist, ist bei denen der Reis. Ja, ja, ich hab. Die sind da so spezialisiert. Yes, we take Kubide. And do you have Tadik? Und guck mal, da hinten wird das Brot frisch zubereitet. Oh. Hi. Krass, ich hab das jetzt nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. So ein edles Restaurant. Die machen ihr Brot selber hier. Die zwei Kollegen arbeiten auf jeden Fall Hand in Hand zusammen. Auf der einen Seite wird der Teig ausgerollt und auf einen Ball gespannt, womit der Teig dann in den Ofen an die Wand oben gepinnt werden kann. Dann wird das Brot von einer Gasflamme, die man unten im Tandoori-Ofen sieht, zu maximaler Knusprigkeit gebacken und dann anschließend wieder mit einem Stab rausgeholt, geviertelt, geachtelt, in einen Korb gegeben und bereit, um serviert zu werden. Very nice. Thank you. Und es kommen auch so Löcher in das Brot. Weißt du, warum die das machen? Ich glaube, dass es nicht bricht oder sowas. Ah, okay. Weißt du? In der Mauer, früher haben die auch immer Löcher reingemacht, wie bei Lehm. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Ich glaube. Ich weiß, kann sein. Aber kann ich mir so erklären. Kann sein. Insgesamt ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, ein sehr schicker Laden. So. Totaler Laden. Vor allem da hinten Teppich einfach. Das Teppich ist wie so auf dem Boden. Genau. Schön eingerichtet, ruhige Atmosphäre. Es gibt sogar Live-Musik ab und an. Und ja. Da kann man sich sein Essen auf jeden Fall schmecken lassen. Bevor ich zurück zum Tisch komme, hat Sabrina schon das Brot probiert, das wir gerade gesehen haben, wie es zubereitet wird. Na, wie schmeckt's? Sehr lecker. Vor allem mit so einem Joghurt-Dip. Mhm. Und die Spieße kommen. Der Tisch sieht wahnsinnig aus. Die Drinks kommen. Wow. Oh, das nehme ich mal hier. My friend, very nice. Thank you. Very nice stuff. Yes, yes. Ihr habt es gehört. Wir müssen die Kebabs auf jeden Fall warm essen, deswegen halte ich mich kurz. Das ist einfach ein Bild. Sieht wunderschön aus. Allein diese Kebabs, die da so liegen und glänzen, mit diesem Fettschimmern. Dann die zwei verschiedenen Reissorten. Und wie ich vorhin schon beschrieben habe, du siehst den Reis und kein Reiskorn klebt am anderen so. Die liegen so alle aufeinander und jeder liegt einzeln für sich, der ist so leicht und fluffig. Und bevor ich jetzt weitere, ich muss auf jeden Fall mal von diesem Drink hier probieren. Eine Lemon Minztee. Lemon Mint. Keine Ahnung. Ich mach so. Limonade. Ich danke dir, mein Freund. Der ist richtig geil. Total ist der. Der schmeckt wie ein, ohne Zucker. Der schmeckt wie ein Gin Basil Smash, nur ohne Gin. Guck mal dieses Gericht an. Tomate. Da liegt auch eine Zitrone im Eck. Über die Spieße tropfen lassen. Den brauchen wir nicht. Ich darf hier nicht Adana sagen. Oder wir probieren zusammen. Okay, ich probiere hier und du da. Ja? Passt. Ich esse erstmal nur das Fleisch auf entspannt und dann gucke ich mal, was da jetzt da abgeht. So. Schmeckt nicht wie Adana. Schmeckt anders. Der schmeckt schon sehr fettig. Aber. Ja. Der schmeckt sehr fettig, sehr kräftig. Der ist schon fast für sich selbst, finde ich, zu kräftig. Der ist dafür gemacht, mit diesem Reis zu kombinieren. Wahrscheinlich mit dem Reis ist er dann genau richtig. Und da ist noch eine Joghurtsoße dabei hier. Genau. Ich glaube, man muss diese Kombo mal machen. Weißer Reis,
noch etwas Safranreis. Mit Joghurt musst du das essen. Guck mal Joghurt rein. Mit Joghurt, sagst du? Ja. Bisschen Joghurt hier drauf. Du brauchst keinen Ayran mehr, wenn du diesen Joghurt hast. Das ist praktisch. Du kannst den Minz-Zitronentee trinken. Und dann können wir hier den Kubi der aufladen. Die Tomate sieht eigentlich auch gut aus, hä? Einmal hier oben drauf. Puh. Hier gibt es noch so ein Mini-Gürtchen. Einfach drauf. Ich brauche hier auf jeden Fall einen Auffangteller. Der Kebab hat auch eine gute Konsistenz. So eine gute Mischung aus. Er fällt auseinander und klebt noch zusammen. Die Zwiebel liegt auch nicht umsonst rum. Wie ein Apfel. Sagen der Ingwer, wie beim Ingwer vom Sushi, ist das die Zwiebel hier. Ja? Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob man das richtig macht. Ich kann so viel sagen. Der Drink ist auf jeden Fall eine 9 von 10. Der ist brutal. Also das ist bis jetzt der beste, den ich in Dubai getrunken habe. Der Mocktail heißt das ja, Mocktail. Ohne Alkohol ist Mocktail. Wenn die das in diese Kategorie packen, okay, ja. Ich verstehe gar nicht, aus welchem Huhn kommt dieses Stück Fleisch? Das kann also, ich dir auch nicht sagen. Wie geht das? Das ist so lang. Was war das für ein Huhn? Keine Ahnung. Aber ich sag dir was, es ist mir egal. Hauptsache es schmeckt. Das ist Truthahn. Auf jeden Fall schön weiß. Ja, ich mache das auch direkt mal mit Reis und ein bisschen Joghurt. Das Fleisch ist so zart und dann ist dieses kühlende Joghurt. Ja, Bruderherz, eine Speise fehlt noch. Ja, dieses Tadik ist auf dem Tisch. Tadik, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das mit ein bisschen mehr Reisvolumen. Also wie so ein Kuchen, auch mit Kartoffeln manchmal oben und so. Der sieht jetzt nicht so aus, eher so die rustikale Variante. Wow. Boah, ich glaube, das tippt man. Schmeckt einfach komplett neutral. Weder salzig noch süß. Ich glaube, das muss man dippen. Dip. Ja. Das Problem ist halt, bei diesem Tadik, es fehlt einfach der Reis. Ja. Du hast nur diesen verbrannten Reis, beziehungsweise den trockenen, angebrutzelten Reis. Aber dieser fluffige Reis drunter, der fehlt einfach. Ich weiß nicht. Also ich habe Tadik selbst noch nie so gesehen. Ja. Vielleicht ist es auch eine spezielle Variante. Ich kenne mich auch nicht wirklich gut aus. Ihr könnt mich ja mal gerne in den Kommentaren korrigieren, alle Iraner unter euch. Was aber sagst du? Sag ihr. Was sagst du? Ich finde, es macht schon Spaß zu essen, weil es so geil crunchy ist. Aber es schmeckt halt eigentlich nur nach Reis und nach Öl. Das ist die Sache. Also nach Butter. Ja. Feierabend, hä? Ja, Mann. Echt. Thank you, sir. Bye, bye. Bye, bye. Ja, Leute. Ja, Josef. Ja, mein Freund. Hier, was ist mit dem Ranking? Du machst doch Rankings. Ich würde sagen, Nummer 3 ist das, hauptsächlich wegen der Preis-Leistung. Es war schon lecker, der Spot war super, hier direkt am Wasser, Radisson Blue Hotel. Aber irgendwie so hat nicht 100% geknallt. Platz 2, schade, dass du jetzt nicht mitmachen kannst bei diesem Ranking, aber Platz 2 war auch der zweite Spot, bei dem wir waren. Der syrische Grill, auch sehr, sehr stark. Aber der Spot, der erste, dieser Streetfood, Libanese mit diesen geilen Falafeln und dem Hummus und dem Musabbaha. Wir hatten gar keinen Hummus, wir hatten nur Musabbaha. War auf jeden Fall, da war einfach alles on point und ich habe Liebe gespürt. Die Leute waren nett, das Essen war gut. War einfach stark. So, kannst du ja dann noch im Nachhinein sehen, wenn du es okay, so okay, siehst. Okay. Auf jeden Fall auch Kuss geht raus an Yusuf an der Stelle. Sehr gerne. Dass du dabei warst, hat auf jeden sehr Fall gerne, Spaß oder? Gemacht. Spaß gemacht. Jetzt hat mich auch gefreut, dich wirklich spontan in Dubai zu treffen. Das war eine spontane Nummer, Leute. Ja. War nichts abgesprochen. Wenn ihr denkt, ihr abgesprochen, nein. Frankfurt war abgesprochen, richtig. Aber hier war alles wirklich spontan, verehrte Zuschauer. So. So ja. Sieht's aus. So sieht's aus. Macht's gut. Peace. Macht's gut. Weißt du, was ich da immer so denke? Bruder, ich habe hier bezahlt, normal filmisch, oder nicht? Sag mal, Leute.